Leute, ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch. Der Transfer von Isco zu Union Berlin ist tatsächlich doch noch auf der Zielgeraden geplatzt. Gestern wurde noch übereinstimmend berichtet, dass der Transfer eigentlich nur noch am Medizincheck scheitern könnte, der übrigens noch durchgeführt wurde und bestanden wurde. Und jetzt wird es kurios, am Ende ist man sich dann doch nicht so richtig einig geworden. Und zwar im Nachhinein. Die Worte von Iscos Berater dazu waren folgende. Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen. Und in eine ähnliche Kerbe tritt dabei auch Oliver Runert, der sagte, wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarung überschritten. Deshalb kommt der Transfer nicht zustande. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Das Ganze kommt echt unerwartet. Ich denke, wir hatten uns alle schon auf ihn im Trikot der Eisernen gefreut. Aber gut, zumindest sind sich beide Parteien in dem Punkt einig, dass man sich nachträglich nicht mehr einig war. Echt schade, aber sowas passiert leider auch ab und zu. Und mir tut's natürlich auch leid, dass ich euch an der Stelle doch eine sehr enttäuschende Nachricht übermitteln muss. Wirklich dumm gelaufen, mehr kann man dazu leider nicht sagen. Aber man muss an der Stelle auch mal sagen, sowas passiert wirklich nicht häufig. Ich meine, dass alle Medien sich einig sind. Der Spieler und der Verein sind sich eigentlich auch einig, der Medizincheck ist bestanden und danach sagt man, nö. Und ja Leute, der Deadline Day bleibt auf jeden Fall weiter extrem kurios, aber spannend und ich werde euch da auf jeden Fall weiter auf den Laufenden halten. Wenn noch ein Paukenschlag kommt, werde ich euch auf jeden Fall davon berichten. Ansonsten Freunde, macht's in jedem Fall besser und bleibt am Ball.